Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es mal um die Milchstraße. Und zwar war ich mit einigen Kollegen bei einem Workshop in der Eifel. Niedecken hieß der Ort, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Und zwar zur schönen Aussicht. Wie gesagt, ich hatte vorher noch nie, habe ich noch nicht gesagt, aber wie gesagt, habe ich vorher noch nie die Milchstraße fotografiert. Das war für mich das erste Mal. Auf den Workshop bin ich eigentlich gekommen durch einen Fotokollegen. Und habe ich mir gedacht, ja gut, probierst du das mal. Passende Objektive hatte ich jetzt nicht wirklich. Ich habe ja, wie gesagt, nur das 24-70 Blende 4, also durchgehend. Das ist natürlich dafür nicht besonders gut geeignet. Hab denn leihweise von einem anderen Fotokollegen ein 35mm 1.8 bekommen. Allerdings sagte er mir, das wären 50mm 1.8, weil er davon ausgegangen ist, weil er mit APS-C fotografiert. Daher habe ich auch schon von vornherein schon mal falsch belichtet. Das nur schon mal vorweg. Und von einem anderen Fotokollegen hatte ich das Samyang 14mm, ich glaube 14mm 2.8 bekommen. Komplett manuell. Aber die Fotos, die sind alle nicht wirklich was geworden. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter auf den Desktop. Ich hatte zwar jede Menge Videomaterial eigentlich aufgenommen, aber im Dunkeln, das war auch alles für die Katz. Okay, gehen wir runter und ich zeige euch mal, was ich an Bildern produziert habe. Ja, wie ihr seht, das ist eigentlich so das Beste, sage ich mal. Ja, das gibt es dann auch nochmal im Querformat. Und dann halt nochmal vier etwas zu dunkle. Belichtet habe ich hier immer, ich glaube, 20 Sekunden. Ja, weil ich davon ausgegangen bin. Ja, habe ich gar nicht. 20 Sekunden, weiß ich jetzt gar nicht. Doch, 20 Sekunden. Da bin ich dann nachher erst drauf gekommen. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Oder so ähnlich. Das sind auf jeden Fall hier die 6 Bilder, die übrig geblieben sind. Es waren viel mehr Bilder, die ich da gemacht habe. Aber, naja. Ja, wie ihr seht, hier die Sterne haben schon einen leichten Strich. Also sind schon keine Punkte mehr. Naja, wie auch immer. ISO 2000. Nee, das Licht, das blendet mich immer. Kann das gar nicht sehen. Wir blenden das einfach mal ein hier. Da sehen wir es doch. Doch, 2500. Blende 2.8. Hätte ich auf 1.8 reduzieren können. Habe ich aber nicht realisiert. Naja, wie gesagt, das war das erste Mal. Und wir versuchen jetzt einfach mal hier ein vernünftiges Bild rauszukriegen. Einmal mit Lightroom und das Ganze machen wir dann noch einmal mit Lumina, damit ihr mal beide Sachen seht, wie ich da vorgehe. Auch, sage ich mal, als jemand, der da nicht wirklich viel Ahnung von hat. Also von daher seht es mir nach. Ich würde jetzt einfach mal drauf loslegen. Beginnen tue ich mit Auto. Das wird jetzt knatschgel hell. Ja, also davon, das können wir natürlich vergessen. Dann drehen wir das hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen runter. Ich würde sagen, so ungefähr. So, dann schauen wir mal, was er hier so eingestellt hat. Die Lichter, die ziehen wir auch mal wieder zurück. Können wir hier auch runtergehen noch. Ja, dann fangen wir an hier mit einem Radial, brauchen wir gar nicht, Quatsch. Wir können einfach Himmel auswählen. Alles Quatsch. Löschen. So, also Himmel auswählen. So, dann beginnen wir hier erstmal mit der Klarheit. Die werden wir erstmal ein bisschen hochziehen. Dann auch etwas Dunst entfernen dazugeben. Weiß werden wir hier auch nochmal ein bisschen verstärken. Und
Schauen wir mal. Und die Lichter runterziehen. Mal die Lichter ein bisschen runter. Geben hier aber auch noch ein bisschen Kontrast rein. So, das erstmal vorweg. Dann machen wir einen Pinsel. So, weiche Kante ist in Ordnung. Fluss machen wir hier mal ein bisschen weniger. So, und dann malen wir hier erstmal unsere Milchstraße. Man kann das hier natürlich auch mit einem Radialfilter machen. Aber ich mache das hier mal mit dem Pinsel. Mal gucken, ob wir hier eigentlich irgendwelche Sachen haben, die man nutzen könnte. Was er da macht. Da macht er das ein bisschen magenta-mäßig. Ein bisschen können wir da ruhig reinlassen. Ordnung. So, haben wir hier noch Klarheit noch ein bisschen mit rein. Also so arbeiten wir uns das hier langsam ein bisschen vor. Ja, warum nicht die Sachen nutzen, die uns Lightroom hier schon anbietet? Taste. Noch. Kunst entfernen. Samtstärke jetzt mal. Ja. So, dann machen wir halt hier noch einen Radialfilter. Eigentlich vorhatte. Machen wir dann hier noch auf. Und werden hier erstmal Harz etwas reduzieren. Klarheit noch ein wenig verstärken. Weiß werden wir hier auch noch mal ein bisschen rausholen. Und uns ziehen wir jetzt hier wieder ein bisschen raus und den Kontrast ziehen wir ein bisschen raus. Ja, also das wäre jetzt so, sage ich mal, grob gesagt, meine Bearbeitung. Was wir hier natürlich noch machen könnten, wir könnten hier noch einen Radialfilter setzen, um halt das hier ein bisschen abzudunkeln. Jetzt hier auch nicht zu lange nicht aufhalten in Lightroom, weil wir wollen ja noch einmal in Luminar rein. So, werden wir hier auf jeden Fall mal die Sättigung reduzieren. Das nicht so stark leuchtet hier. Und schauen wir mal, Belichtung wenig runter. Aber halt wirklich nur ganz wenig. Kante werden wir noch mal ein bisschen stärken. Und wenn wir schon so sind, dann können wir auch, oder gehen wir ins Blaue. Da haben wir es wieder einigermaßen in. So, das wäre dann halt jetzt die Bearbeitung. Natürlich müsste man das jetzt hier noch entrauschen und schärfen.
Entrauschen würde ich natürlich mit Foto AI. Können wir ja noch mal kurz machen. Kriegen wir das noch mal kurz rein. Und danach machen wir dann noch kurz eine schnelle Bearbeitung in Luminar. So, das sieht ganz gut aus, was er da gemacht hat. Und nochmal. Ein bisschen Rauschen haben wir noch, aber das können wir so übernehmen. Ja, das wäre dann meine Bearbeitung mit Lightroom. Und das Ganze machen wir dann jetzt noch mal mit, wie heißt es? Luminar. Setz das hier mal zurück. Bearbeiten. Luminar AI. Da geht das auch ein bisschen schneller. Wir werden direkt in Bearbeiten reingehen. So, und beginnen dann hier mit Enhanced. Das werden wir mal jedenfalls so um die 30, 35, sagen wir 35 erhöhen. Belichtung. Das Ganze ziehen wir ein bisschen mehr ins Blaue. Lichtung ziehen wir hier ein bisschen nach oben und dann nutzen wir den intelligenten Kontrast. Klingelt Telefon, drücken wir mal weg. So, dann Lichter werden wir ein bisschen erhöhen und auch die Tiefen werden wir ein bisschen anheben. So, Weißtöne werden auch erhöht und Schwarz mal ein bisschen nach unten. So, Landschaft. Kunst entfernen werden wir hier natürlich auch. Und auch hier werde ich jetzt mal ein bisschen einen anderen Weg gehen. Und zwar die goldene Stunde hier ein bisschen betonen. Und dann dramatisch. Ja, da kommt das hier auch noch mal ein bisschen besser durch. So, mystisch können wir hier auch benutzen. Ja, ich würde sagen so 20. Und das Leuchten. So, das wäre eigentlich schon die Bearbeitung in Luminar. Auch das schicken wir jetzt mal nach Foto AI. Wir werden das mal kurz entrauschen. Ja, das sieht gut aus. Könnte man natürlich noch die Spuren von den Flugzeugen rausradieren. Ja, aber ich will da jetzt nicht ganz so tief drauf eingehen. Wir werden jetzt mal da jetzt das gleich. So. Kann man hier eigentlich auch L machen? Ja. Also, links ist jetzt Luminar und rechts ist Lightroom. Das wären dann halt die zwei Bearbeitungen. Ja, hier haben wir halt wirklich mit dem Pinsel und Radialfilter gearbeitet. Hier habe ich einfach nur
ganz normal die Bearbeitung genutzt, die halt Luminar mir anbietet, ohne irgendwelche Radialfilter, Pinsel oder sonstige Sachen. So, und ich denke mal, es kann sich sehen lassen. Dafür, dass ich das erste Mal gemacht habe. Ja, gehen wir mal wieder nach oben. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie gesagt, ich bin selber nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Das nächste Mal werde ich da auf jeden Fall Bescheid wissen, was ich zu tun habe, wie ich es zu tun habe. Also der Workshop war jetzt nicht wirklich hilfreich. Ich will halt jetzt nicht schlecht reden oder so. Für den Preis geht das eigentlich, aber richtig gut war es nicht. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.